Für wenige Tage wurde die schönste Ritterburg Sachsens zur Filmkulisse für den Film Der süße Brei. Produziert wird dieser für MDR und ZDF. Am 12. und 13. sowie vom 16. bis 18. April wurde auf der Burg Griebstein gedreht. Sie machte letztendlich das Rennen in Sachen Außenaufnahme, weiß der Regisseur. Griebstein ist, ich habe Fotos bekommen, also Vorschläge im November und habe gesagt, diese Burg möchte ich mir auf jeden Fall angucken. Da muss ich hin. Das gefällt mir von außen so gut, das muss ich sehen. Und dann sind wir hier gewesen auf unserer ersten Tour. Da habe ich aber auch noch 4, 5 andere Burgen gesehen auf der Tour. Und dann muss man sich hinsetzen und mit seinem Szenenbildner das ein bisschen sammeln. Was hat die Burg für Vorteile, was hat die für Vorteile, was können wir da machen, was können wir da nicht so machen, wie es im Buch steht und müssen es eventuell anpassen oder ändern. Was für Umbauten haben wir, was bedeutet das finanziell und so weiter. Wir haben gekämpft für Griebstein und haben gewonnen. Auch für den Pressetermin am Set bot die Burg den entsprechenden Rahmen. Gemeinsam gaben die Produzentin, die Redakteure und Drehbuchautoren Einblicke in die Entstehung des Konzeptes. Es gibt ja noch nicht mehr so viele verfilmbare Titel, die noch nicht gemacht worden sind. Und insofern haben wir gedacht, der süße Brei hat eigentlich ein tolles Thema. Hunger in einer Zeit des Überflusses, in der wir jetzt leben. So fiel unsere Wahl gemeinsam mit dem MDR dann auf den süßen Brei. Aber natürlich hat das besondere Schwierigkeiten gehabt, weil das Märchen nämlich tatsächlich nur eine halbe Seite lang ist, aber wir wollen einen 80 bis 90 Minuten Film daraus machen. Insofern haben wir anfangs lange gesucht, schwierigste Arbeit fast den ersten roten Faden in die Hand zu bekommen. Ausgekannt damit, dass man eigentlich nur einen gewissen Fokus hat und vielleicht eine Botschaft. Die war übrigens beim Zauberlehrling einfacher als beim süßen Brei, weil was ist die Botschaft beim süßen Brei? Es gibt Hunger, ja. Es gibt ein Mädchen, was losläuft, um eine Lösung zu finden. Und dann ist es eigentlich die Mutter, die den Topf, als das Mädchen nicht zu Hause ist, benutzt. Und der Brei quillt raus und bleibt nicht stehen. Das Mädchen kommt nach Hause und sagt, Köpfchen stehe. Und dann ist das Märchen zu Ende. So, ist ein bisschen kurz. Und eigentlich wussten wir auch lange nicht so richtig, um an Irene Wellershoff anzuschließen, ja, was bauen wir da für eine Geschichte drumherum. Und das war wirklich ein, im wahrsten Sinne des Wortes, etwas zäher Prozess, wie das zu dem Wort Brei auch gut passt. Inspiriert vom Märchen der Gebrüder Grimm entwickelten die Drehbuchautoren Anja Kömmerling und Thomas Brings mit den Redaktionen eine Geschichte über Freundschaft, Vertrauen und die Kraft, in der Not etwas zu verändern. In den Hauptrollen neben Svenja Jung und Merlin Rose spielen Christiane Große, Roland Wolf, Martin Winkelmann, Lars Rudolph, Maria Mägdefrau und andere. Regie führt Frank Stoje, den dieser Stoff besonders reizt. Das Fantastische. Beim Dschungelbuch und beim süßen Brei und beim Nussknacker und beim Zauberlehrling immer das Fantastische. Also meine Liebe für Science-Fiction, also für Film generell und für Science-Fiction und fantastische Stoffe. Ob man das jetzt Mystery oder Fantasy oder Märchen nennt, das geht ja schon viel zusammen auf eine Art. Und das, ich bin sehr dankbar, dass ich Märchenfilmer geworden bin in diesem Sinne in den letzten Jahren. Eine der Hauptrollen spielt im Film Merlin Rose. Also auf der einen Seite ist es natürlich spannend, immer spannend, was Historisches zu spielen. Das macht allein schon die Kostüme, allein schon das Set macht riesig Spaß. Es ist natürlich auch eine schöne Geschichte. Bin auch mit Märchen aufgewachsen. Ich habe mir noch als Kind, wenn man diese Märchenfilme geschaut hat, als kleiner Junge hast du geguckt, und der Typ, der da mit seinem Schwert durch die Gegend läuft und Abenteuer erlebt, der möchte ich auch mal sein. Und jetzt darf ich auch mal sein. Diesen Kindheitstraum realisiert er über die Rolle des Veit, den Bruder des gefürchteten Grafen. Das Besondere an Veit ist, glaube ich, dass der an vielen Stellen so zwei Persönlichkeiten hat. Seine dunkle Vergangenheit zu spielen, dass er eben kein strahlender Märchenprinz ist oder so, sondern auch ein bisschen seiner Vergangenheit versucht zu entfliehen und erst auch über den Film sich entwickelt zu einem wirklich guten Menschen. Die weibliche Hauptrolle der Yola im Film spielt Svenja Jung. Auch sie fühlt sich in ihrer Rolle wohl.
Für mich ist die Rolle sehr, sehr spannend. Ich glaube, man muss ja alle Filme ernst nehmen, egal ob man jetzt ein Märchen spielt oder ob man, weiß nicht, ein historisches Drama spielt. Oder also für mich ist die Rolle einfach sehr, sehr spannend. Ich finde es toll, dass Yola eine Anti-Heldin ist. Also dass es nicht klassisch eine Prinzessin ist, sondern dass sie eine Geschichte von einer sehr starken Frau erzählt wird. Eine sehr starke Frauenfigur, die mit dem Kopf durch die Wand geht, die sehr impulsiv ist und instinktiv handelt. Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß und auch das Körperliche an der Rolle. Also es ist sehr physisch. Ich bin irgendwie nur am Rennen und am Klettern und am Reiten. Und das ist eine große Herausforderung für mich. Und ich lerne auch durch Yola, mich noch mehr Herausforderungen zu stellen. Und die gibt mir ganz viel Kraft. Und deswegen macht es mir sehr viel Spaß, die Rolle zu verkörpern. Dass beide gern zusammenarbeiten, daraus machen sie kein Geheimnis. Das ist jetzt der dritte Film, den Merlin und ich zusammen machen. Und Merlin ist einfach auch echt ein sehr, sehr guter Freund von mir. Und einfach einer der begabtesten jungen Schauspieler in Deutschland, finde ich. Und ich weiß nicht, wir haben da eine ganz gute Chemie. Und es funktioniert gut zusammen. Und ich würde auch gerne noch ganz viele Projekte mit ihm drehen. Neben Burg Griebstein wird auch in der mittelalterlichen Bergstadt Bleiberg in Sachsenburg gedreht. Die Innenaufnahmen sollen in der Festung Königstein entstehen. Drehschluss ist am 7. Mai. Damit ist die Arbeit des Regisseurs noch lange nicht beendet. Und ich werde an dem Film genau wie letztes Jahr beim Zauberlehrling ein gutes Jahr arbeiten. Also da ist der Drehzeitraum ist noch der kleinste Teil, die 22 Tage. Natürlich hat man da viel Vorlauf im Sinn von Besetzen, richtige Kostüme finden für die Besetzung, wenn man sie hat, die Anproben machen, die Motive finden. Ich habe mehrere Motivtouren gemacht, wo wir Burgen gesucht haben. Und dann drehe ich 4 Wochen und dann habe ich aber noch sehr viel zu tun mit der Nachbearbeitung im Sinne von Musik und Animation. Das geht dann sicherlich bis final Ende Oktober. Der Süße Brei ist eine Produktion der Kinderfilm GmbH. Rund 1,7 Millionen Euro teuer ist der Film. Die Ausstrahlung im ZDF ist für Weihnachten 2018 geplant. Ein Sendetermin im MDR-Fernsehen steht noch nicht fest.